Ein Aufschrei gegen die Unterdrückung der weiblichen Wünsche dieser Mädchen, die mit entbehrenden Lippen schweigen und die Wahrheit über das Erwachen ihres Körpers nicht erfahren sollen. Marie. Au! Warte! Mit Lüsternheit und infamer List wird die sinnliche Lust bekämpft. Ich muss mit deiner Mutter sprechen. Bist du noch jungfräulich? Dann spreize die Beine. Sie weiß es wohl selber nicht genau. Ein kleines Sümmchen werdet ihr im Sparstrumpf haben. Die Kirche ist arm. Hochwürden, wir sind noch ärmer. Nur unter den sanften Flügeln der Äbtissin von Ceradairis kann die Seele eurer Tochter gerettet werden. Ja. Teufelsglaube und Hexenwahn werden innerhalb der Klostermauern zu erotischen Zwangsvorstellungen und verwirren ein kindhaftes Mädchen so sehr, dass sie Träume und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden kann. Hochwürden, das habe ich schon gebeichtet, dass der Vetter wollte, dass ich mich vor ihm hinknie. Und dann hast du es mit der Zunge berührt, hm? Aber das war im Traum. Gewiss war es das nicht. Und was habt ihr, Vater Vinzenz? Ist euch nicht wohl? Noch nie sind mit so schonungsloser Offenheit sadistische Freuden und heimliche Begierden gezeigt worden. Nehmt mich zu euch, Herr Vetter. Gern. Halt! Gelobt sei Jesus Christus, Don Antonio. Da bringe ich das verlorene Schäflein. Nein! Bei deinem Vetter hast du dich nicht gewehrt. Sie sei dein, Satan! Zeig ihr die Zange! Sie ist eine Hexe und eine Buhlerin des Teufels. Sie entzieht sich der Gnade unserer Kirche. In nomine Sancte Inquisitionis verurteilen wir dich, Marie Cotinho, zum Tode auf dem Scheiterhaufen. Weder die Hand des Henkers noch die Ketten der Inquisition oder die Klauen des Teufels können sie hindern, ohne Scham und Reue zu lieben. Auseinander im Namen seiner allerchristlichen Majestät des Prinzen von Portugal. Dort stehen die Schuldigen. Jagt sie und ergreift sie. Sie sind meine Gefangenen. Dieser Film zeigt das dramatische Schicksal von Menschen, die gefangen sind im Irrgarten der Lüste.